Neue Technologien sind natürlich für die Schweizer Wirtschaft von zentraler Bedeutung, meiner Meinung nach. Wir als junges Startup arbeiten auch daran, die in die Schweiz zu holen bis zu einem gewissen Punkt. Ich denke, die Schweiz hat aber noch Aufholmöglichkeiten. Wenn wir schauen, was wir für Internetunternehmen haben, da fehlt uns noch das Internet Novartis oder das Internet Roche. Das fehlt uns noch in der Schweiz und das, würde ich sagen, müssen wir noch angehen. Für unser Unternehmen sind die wichtigsten Technologien eigentlich die der Breitbandanschluss. Das ist essentiell, dass wir Glasfaser überall in der Schweiz verteilt haben. Ohne das können wir gar nicht arbeiten. Dahinter kommt für uns die ganze Netzwerktechnologie und dann das klassische Personal Computer. Aber ich würde sagen, wirklich die Infrastruktur im Internetbereich, im Glasfaserbereich ist essentiell und da ist die Schweiz auf einem guten Stand. Unser Unternehmen ist in der Digitalisierung, denke ich, sehr gut positioniert. Dadurch, dass wir ein junges Unternehmen sind, gibt es bei uns gar kein Papier, außer bei der Buchhaltung. Und wir sind so aufgewachsen, bei uns ist Homeoffice integriert und wir benutzen Digitalisierung und die Cloud eigentlich als ganz normales tägliches Geschäft. Und wir suchen eher zum Teil danach, dass wir wieder ein bisschen physischer werden manchmal, weil es zu abstrakt wird. Aber wir denken, wir sind da gut dabei.